Hallo, willkommen bei Linux und ich. Ich wollte euch heute mal kurz das Motorola Atrix zeigen. Generell das Handy ist ein modernes Dual-Core Android-Gerät mit Android 2.3 und der Motorola-Oberfläche. Ist eigentlich jetzt nicht so das Spannende. Ich meine, normale Bauform, relativ angenehmes Gehäuse mit einem so einem carbonartigen Cover hinten drauf, ordentlichen 2-LED-Blitz und so weiter. Technischen Daten weiß ich gar nicht genau. Ein Gigahertz Dual Core und so weiter. Das eigentlich Interessante an dem Gerät ist nämlich diese kleine Docking Station. Das nennt sich Web Top und ergänzt das Atrix um praktisch eine Netbook-Ansicht. Man kann das auch mal schön demonstrieren. Hinten gibt es hier einen Deckel, in den kann man das Gerät einstecken. So eine Art Docking Station praktisch. Und wenn ich jetzt dann hier den Deckel aufklappe, dann bootet hier diese Netbook-Ansicht. Das Interessante dabei ist, das eigentliche Gerät hat kein CPU und auch keinen Massenspeicher. Es ist eigentlich eine dumme Tastatur mit einem Bildschirm. Und wenn man jetzt hier mal reinguckt, sieht man, dass man hier praktisch die Handyansicht hat. Bisschen schwierig zu bedienen, gerade einhändig. Auf jeden Fall sehe ich hier das, was auf dem Handy geschieht. Also ich kann es direkt steuern. Ich kann auch sogar Anwendungen starten, als ob ich direkt am Handy sitzen würde. Die Tasks werden dann sogar multitaskingmäßig so als Tabs dargestellt. Also ich kann hier auch den Browser starten. Ich habe hier gerade keine Internetverbindung, deswegen geht das nicht gut. Aber ja, man kann da direkt am Handy spielen, beziehungsweise mit dem Handy am Rechner in Anführungszeichen arbeiten. Das für die Linux-User Interessante ist, dass wir hier an einem virtuellen Linux sitzen. Motorola hat das ganz gut versteckt. Man erkennt eigentlich gar nicht, dass man hier mit einem Linux arbeitet. Aber es gibt so ein paar Hinweise, die das klar machen. In älteren Versionen gab es hier mal den Hinweis, dass man denn an einem Ubuntu sitzen würde. Mittlerweile hat Motorola das geändert. Das steht hier Motorola Firefox for Webtop. Updates gibt es übrigens nur selten. Das Ding ist hier immer noch ein alter Firefox 3.6. Aber wo man ein bisschen mehr sieht, ist zum Beispiel die Info. Und dann gibt es die rechtlichen Hinweise. Und dann ladet hier ein Verzeichnis mit allen Dokumentationen und da sieht man halt ganz gut. Ups, kommen wir mal ran. Hier kommt Up zum Einsatz. Aptitude ist auf dem Rechner. Add-User, lauter Linux-Befehle. Dann, ja, lib, die ganzen Bibliotheken, libgnome. Also wir sitzen hier letztendlich an einem virtualisierten, auf dem Handy virtualisierten GNOME mit allem drum und dran. Das ist eine ziemlich spannende Sache, was der Motorola gemacht hat in meinen Augen. Speziell halt eben, dass man halt sein Handy auf dem Bildschirm hat. Ist eine tolle Sache. Ist natürlich jetzt nicht unbedingt mit dem richtigen Laptop zu vergleichen. Also man hat nicht die Power, man kann auch nicht wirklich Anwendungen installieren bislang. Ich vermute mal, dass die Modder-Szene da zwar sicherlich noch was machen wird und alternative Firmwares rausbringt, wo man vielleicht selber auch noch was im Programm installieren kann oder in dieser Laptop-Ansicht installieren kann. Das Schicke ist auch, man muss nicht unbedingt auf dieses Netbook, das ist nämlich auch mit 300 Euro, glaube ich, relativ teuer zurückgreifen. Wer zu Hause einen Bildschirm hat oder einen Fernseher hat, der kann auch sich einfach so ein Multimedia-Dock kaufen und das Atrix dort in dieses Dock reinstecken und dann sieht man praktisch genau dieselbe Ansicht.
Nur ohne, dass man halt dieses Laptop braucht. Man braucht nur die Docking Station und meinetwegen eine USB-Tastatur und einen Fernseher. Ja, das wollte ich nur kurz demonstrieren. Ist ein sehr schickes Ding. Ist auch relativ schnell von der Ansicht hier. Anwendungen laden, wer unterwegs ein bisschen surfen will oder ein bisschen komfortabler surfen will, aber nicht immer extra Geräte und Notebooks mitschleppen will, der kann damit vielleicht ganz gut arbeiten. Das Schicke ist halt eben, dass man sein Handy mit auf dem Display hat und darüber dann auch Anwendungen, Anrufe starten kann oder was auch immer. Ja, wenn ich Home-Button drücke, lande ich in der Telefonansicht. Und jetzt könnte ich halt auch einen Anruf starten. Geführt wird, dass das Ganze dann über das hier in dem Laptop integrierten Mikrofon und Lautsprechern, sodass man halt auch direkt telefonieren kann. Und ja, das bietet, denke ich mal, kein anderer Hersteller. Ja, könnte man noch ein bisschen rund machen, ein bisschen hübsch machen, aber ansonsten ist das vielleicht eine Alternative für den Laptop der Zukunft. Naja, also, ich wünsche euch noch schöne Weihnachten und ja, gutes neues Jahr. Tschüss!